Der ukrainische Präsident Selenskyj hat ein entschlosseneres Vorgehen gegen Korruption angekündigt. Zuvor waren Korruptionsfälle in zwei Ministerien bekannt geworden. Selenskyj teilte mit, dass der festgenommene Vizeminister für die Entwicklung von Gemeinden und Gebieten inzwischen entlassen worden sei. Die Antikorruptionsbehörde NABU stellte bei ihm 400.000 US-Dollar sicher, Schmiergeld, das er für den Kauf von Generatoren erhalten haben soll. Auch Verteidigungsminister Resnikow hier bei der Konferenz in Ramstein am vergangenen Freitag ist in den Fokus der Ermittlungen gerückt. Laut einem Zeitungsbericht hat das Militär angeblich Lebensmittel zu stark überhöhten Preisen beschafft. Korruption in der Ukraine. Zugeschaltet ist die Geschäftsführerin von Transparency International Deutschland, Anna Maja Mertens. Hallo. Hallo. Sind das eigentlich einzelne Fälle? Korruption war ja schon vor dem Krieg ein sehr großes Thema, ein sehr großes Problem in der Ukraine. Rang 122 von 180 in Ihrem internationalen Ranking. Wie beurteilen Sie das aktuelle Ausmaß? Ja, das ist tatsächlich der Fall, 122 von 180 möglichen Ländern. Unser Problem ist immer, Korruption ist ein Dunkeldelikt. Das heißt, wir wissen auch nur das, was in der Öffentlichkeit bekannt ist. Allerdings, Sie haben den Rang erwähnt, es gibt insgesamt für Ukraine 32 Punkte von möglichen 100 Punkten. Das sagt schon aus, dass das tatsächlich ein großes Thema ist. Das ist eine Korruptionswahrnehmungsindex. Das bedeutet, dass Expertinnen und Experten weltweit ihre Wahrnehmungen mit dem Umgang in Ukraine bekannt geben. Und es scheint tatsächlich so der Fall zu sein, dass es ein größeres Thema schon immer gewesen ist. Und gibt es bestimmte Bereiche, die besonders anfällig sind in der Ukraine? Ja, das sind die klassischen Risikobereiche. Das ist die Vergabe, das ist auch die Verzahnung zwischen Politik und Wirtschaft. Man kann aber auch jetzt sagen, auch wenn die Lage immer noch nicht sehr gut ist, es hat Verbesserungen gegeben. Seit 2014 hat Ukraine sich richtig deutlich verbessert in unserem Index, 6 Punkte mehr. Und das hat damit zu tun, dass viele schon auf den Weg gebracht wurden. Zum Beispiel gerade diese korruptionstechnischen Risikobereiche wie Vergabe oder auch Verzahnung zwischen Politik und Wirtschaft, wurden digitalisiert. Die gesamte Verwaltung ist digitalisiert, so dass man zum Beispiel, wenn man einen Führerschein beantragt, nicht schneller an der Schlange vorbeikommt, wenn man Bestechungsgelder gibt, weil das würde im digitalen System sofort aufliegen. Es gibt ja auch neue Institutionen und das muss man auch sagen, diese neuen Korruptionsfälle haben ja deutlich gemacht, sie sind offensichtlich funktionsfähig. Also sie sind in der Lage, tatsächlich in diesem Ausmaß auch Fälle zu entdecken, dagegen vorzugehen, auch gegen die oberste Spitze von der Politik. Und drittens, was ganz wichtig ist, sie machen das transparent. Das heißt, wir sind hier in der Lage, darüber zu sprechen, was ganz wichtig ist, weil dann bekommt es Sichtbarkeit und das kann man nicht mehr unter das Teppich kehren. Das klingt jetzt schon, als sei der Weg fast schon gewonnen. Andererseits, sensible Bereiche sind es ja durchaus. Verteidigung und dann aber auch Entwicklung von Gemeinden. Der ukrainische Präsident Selenskyj verspricht, dass er weiter gegen Korruption vorgehen will. Was müsste er in Ihren Augen tun? Naja, das ist ja eine Ausnahmesituation natürlich in Ukraine. Wir sind mit unseren Kolleginnen und Kollegen in der TI Ukraine auch in engem Austausch die ganze Zeit. Kriegszeiten sind Ausnahmezeiten, wo man natürlich eine Schnelligkeit und Stärke braucht. Wir haben in der Regel das kritisiert, dass sehr viel Macht auf das Amt des Präsidenten konzentriert ist. Das ist möglicherweise notwendig in den Kriegszeiten, aber man muss natürlich da dranbleiben und schauen, wie es in künftig tatsächlich relativiert werden kann, wie das überprüft werden kann in diesen Fällen. Auch müssen wir sehen, die Institutionen, die ich soeben gelobt habe, natürlich sind zunächst erstmal Hüllen. Das muss mit Leben gefüllt werden. Wir haben festgestellt letztes Jahr, dass sehr, sehr viele Leitungsstellen in diesen Institutionen noch vakant waren. Das ist ein Problem. Und auch wenn man da große Fortschritte im Hinblick auf die Verzahnung zwischen Wirtschaft und Politik, und da ist Selenskyjs Partei tatsächlich auch selbst tangiert, es gibt sehr viel Nähen auch zu bestimmten Oligarchen. Man hat auch diesen Bereich digitalisiert. Da gibt es noch viel zu tun und da muss man noch mehr in die Rechenschaftsberichte reingehen. Danke, Anna Maja Mertens, für Ihre Einschätzung. Danke von Transparency International aus betrachtet. Herzlichen Dank.